Welche Gerichtspost bekommt man so als Anwalt? Gehen wir es mal durch. Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Büro. Weitgehend eingerichtet, aber ich weiß es halt noch ziemlich. Entschuldigt bitte Bild und Ton. Anders ging es jetzt nicht, aber ich wollte euch trotzdem ein Video hochladen. Heute soll es darum gehen, was für eine Art von Post bekommt der Anwalt so. Und nein, wir sprechen hier natürlich nicht über Fälle. Es soll nur darum gehen, welche Art von Verfügungen schneiden zu rein, was hat es für Konsequenzen für den Anwalt, wie muss ich darauf reagieren, über was freut man sich mehr und über was freut man sich weniger. Darum soll es heute gehen. Das heißt, wir stöbern zusammen durch meine Post und ich erzähle so ein bisschen, was so reingeflattert ist. Ich sage es gleich dazu, das hier ist mehr oder weniger nur der Dummy. Ich werde hier nicht lauter Briefe auspacken, weil tatsächlich die allermeiste Gerichtspost digital kommt über das besondere elektronische Anwaltspostfach. Quasi wie E-Mail, nur besonders verschlüsselt und ein bisschen umständlicher, aber deswegen auch besonders sicher. Und wir gucken einfach mal, was so gekommen ist. So, Gerät und Karte bereit, los geht's. Ich bin schon eingeloggt und wir starten erstmal langweilig. Tatsächlich sind die letzten... Okay, gut. Man muss unterscheiden. Es gibt Verfügungen, die sind... über die freut man sich nicht besonders, weil das sehr viel Arbeit bedeutet. Und es gibt so Gerichtspost, wo man sich denkt, ja... Cool, ich nehme es zur Kenntnis, ich habe aber jetzt damit keine Arbeit. Wie zum Beispiel eben jetzt diese letzten Verfügungen. Ich habe zuletzt mehrere Klagen auf einmal erhoben. Die sind inzwischen zugestellt worden und mehr sagt mir das Schreiben auch nicht. Also es ist die Verfügung, dass jetzt der beklagten Partei die Klage zugestellt wurde. Die hat jetzt also 2 Wochen Zeit, ab Zustellung zu erklären, dass sie sich gegen die Klage verteidigen möchte und danach nochmal 2 Wochen Zeit, um auch zu begründen, warum. Das nehme ich jetzt zur Kenntnis, ich hake das soweit ab, ich lege mir das dann zur Wiedervorlage in 6 Wochen oder so, bis das dann erklärt wird, bis das dann bei mir dann eingetroffen ist. Vorher brauche ich die Akte nicht sehen. Gut, das heißt für mich erstmal nichts zu tun, das mögen wir. Spannendere Post, hier geht es um einen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Das ist ein Arbeitsrecht immer recht schnelllebig. Also Arbeitsrecht ist eins der schnellsten Rechtsgebiete, wo man ein bisschen auf Zack sein muss und wo auch sehr viel schnell passiert. Ich habe jetzt quasi eine Klage erhoben für den Arbeitnehmer in dem Fall und jetzt ist schon Gütetermin bestimmt, also innerhalb von, wann habe ich ihn die rausgeschickt? Also nicht mal eine Woche hat es, glaube ich, gedauert, bis jetzt schon die Verfügung kam, Gütetermin ist auch schon in 2 Wochen. Also das geht relativ flott. Da heißt es jetzt für mich einmal natürlich die Mandanten Bescheid geben, informieren, wann und wo der Gütetermin stattfindet, vielleicht noch vorher was besprechen, bisschen erklären, nochmal anrufen, je nachdem, um was es für einen Fall geht. In dem Fall jetzt nicht, da durfte das meiste schon vorhin besprochen sein. Wir haben uns ja natürlich auch bezüglich der Klage ausgiebig besprochen. Genau, Gütetermin haben wir hier einmal. Nochmal Termin bzw. eine Umladung, da ist schon mal verfügt worden, Termin bestimmt worden und aufgrund Verhinderung Beklagtenvertreter ist es jetzt so, dass der verlegt wurde auf in 3 Wochen. Erstmal gucken, ob ich da überhaupt Zeit habe, ob ich kommen kann. Ansonsten müsste ich auch einen Verlegungsantrag stellen und ansonsten gleiches Spiel, Verfügung an die Mandantschaft weiterleiten lassen und informieren, dass eben verlegt wird. Wenn persönliches Erscheinen angeordnet ist, ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass auch dieser Termin muss bitte wahrgenommen werden. Ansonsten könnte ein Ordnungsgeld verhängt werden. Auf sowas muss man da immer hinweisen. Aber in der Regel kommen die Leute aber auch nicht immer. Ist schon gut, wenn man darauf hinweist. Okay, hier ist jetzt ein Beispiel, was viel Arbeit bedeutet. Da ist jetzt quasi die Klage zugestellt worden. Beklagtenseite hat die Klageerwiderung, nachdem 2-mal die Frist verlängert wurde, inzwischen jetzt die Klageerwiderung geschickt. Jetzt habe ich die Frist bekommen, dazu Stellung zu nehmen. Also ich kann jetzt replizieren. Für die Replik habe ich jetzt wieder einen gewissen Zeitraum, meistens sind es 2 Wochen, hier zum Beispiel auch. Kann ich jetzt also Stellung nehmen zu dem, was jetzt die Gegenseite erwidert hat. Manchmal ist das gar nicht so viel Arbeit, weil wenn man in der Klageschrift schon relativ viel vorgetragen hat und der Gegner jetzt relativ fleischlos einfach sagt, nö, ist nicht, war nicht, stimmt nicht, dann gibt es jetzt nicht besonders viel, was man jetzt noch, einfach zu schreiben, doch war so, ist dann auch ein bisschen zu albern, deswegen manchmal muss man nicht so viel machen. In dem Fall ist es aber schon so, dass hier ein paar, neue Argumente gekommen sind. Der Sachverhalt wird natürlich ganz anders dargestellt. Es werden ein paar Behauptungen vorgebracht, wo man natürlich jetzt mal mit der Mandantschaft sprechen muss, die einzelnen Punkte durchgehen muss. Was ist denn da dran? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Könnte es nicht doch sein? Haben Sie da noch irgendwas schriftlich, womit wir das widerlegen können zum Beispiel? So einzelne Punkte durchgehen. In dem Fall wird es sehr umfangreich werden, die Stellungnahme, die Replik. Und da werde ich vielleicht sogar mit Fristverlängerung arbeiten müssen, weil es doch umfangreich werden wird.
Manche Gerichte schicken tatsächlich noch Briefpost, in dem Fall war es auch so. Da habe ich mich aber sehr drüber gefreut, weil da kam ein Versäumnisurteil. Wir haben Klage eingereicht, jede Seite hat also in den 2 Wochen versäumt, sich zu melden, zu sagen, hier, ich habe was dagegen, ich möchte mich dagegen verteidigen. Ist nicht passiert, dann ergeht ein sogenanntes Versäumnisurteil, wenn man es denn vorher beantragt. Natürlich macht man das immer so, dass man in der Klageschrift schon mal rein vorsorglich das Versäumnisurteil beantragt, genauso für solche Fälle. Jetzt bleibt es noch abzuwarten, ob Einspruch eingelegt wird innerhalb der Frist. Und wenn nicht, dann ist schön. In manchen Fällen kann man schon ganz gut erahnen, was es für Gerichtspost sein könnte, wenn man erst vor 2 Tagen bei diesem Gericht verhandelt hat und jetzt schon was im BEA bekommen hat, dann ist es voraussichtlich doch das Protokoll der Verhandlung und das ist ja auch so und es passt auch so. Im Termin muss man immer ganz gut aufpassen, wie ein Lux das richtig protokolliert wird. Also wenn mir da was auffällt, dann gerät sich sofort dazu und sagt, haben wir so nicht besprochen, hat er anders gesagt, ist wichtig, macht einen Unterschied. Da muss man aufpassen, hier passt es jetzt auch so. Wird einfach weitergeleitet an die Mandantschaft. Verkündungstermin ist im Zivilrecht ja oft dann erst 2-3 Wochen später. Wenn dann das Urteil da ist, kriege ich auch Bescheid, jetzt erstmal für mich auch so weiterleiten, nichts zu tun. Naja, wenn es um Gutachten geht, hier haben wir zum Beispiel den Fall, da ist ein Sachverständigengutachten in einem Verfahren eingeholt worden, auf meinen Antrag hin und da kam das Gutachten auch jetzt nach fast einem Jahr. Kam dieses Gutachten, nachdem ich 3-mal moniert habe mindestens, ist jetzt das Gutachten eingetrudelt. Ich halte es für noch, ich sag mal, relativ schwammig, habe noch einige Fragen gestellt, es ist noch vieles unklar, finde ich nicht richtig beantwortet, was für uns aber wichtig ist, deswegen wollten wir das ja. Wir müssen aber, damit überhaupt jetzt dieses Ergänzungsgutachten erfolgt, erstmal einen weiteren Auslagenvorschuss leisten. Das heißt, ich habe hier eine Frist bekommen, bis spätestens so und so viel, mindestens so und so viel 1000 Euro nochmal nachbezahlen, ansonsten geht das Verfahren nicht weiter. Das heißt für mich, erstmal Fristen müssen notiert werden, das ist A und O, Fristen. Und dann eben die Mandantschaft anschreiben oder die Rechtsschutzversicherung in dem Fall, dass man sagt, bitte nochmal bis da und dahin einbezahlen, mir Bescheid geben, weil ich muss dem Gericht Bescheid geben, ist einbezahlt, kann weitergehen. Oder eben rechtzeitig an mich bezahlen, dass ich es weiterleiten kann, so oder so, die Frist muss halt gehalten werden. Hier bin ich auf der beklagten Seite und habe quasi die Klage zugestellt bekommen. Wir haben außergerichtlich schon Kontakt gehabt. Da habe ich schon darauf hingewiesen, dass meine Zustellungsbevollmächtigung bitte berücksichtigt werden soll. Das heißt, die Klage soll nicht an meine Mandantschaft gehen, sondern direkt an mich. Hat sich der Kollege auch dran gehalten. Manche machen das nicht. Manche Kollegen halten sich nicht dran. Das ist mir schon passiert, dass obwohl ich darauf hingewiesen habe, Klage soll an mich gehen, hat an den Mandanten zugestellt, kurz vor Weihnachten, wo erstens ja viele auch im Urlaub sind, wahrscheinlich in der Erwartung, dass man vielleicht diese 2 Wochen für das auch versäumen könnte. War ein ziemlicher A-Loch-Move. Niemand in den Wald hineinruft, so schallt es halt auch heraus. Also wer unkollegial mit einem umgeht, der braucht dann auch nicht erwarten, dass ich dann groß entgegenkomme mit irgendwas. Was wirklich immer mit Briefpost kommt, ist alles, was mit Gerichtskosten zu tun hat. Das heißt, Kläger muss ja immer Gerichtskosten vorauslagen. Das heißt, die zahlt er bei mir ein oder die Rechtsschutz zahlt bei mir ein. Und dann erteile ich eine Einzugsermächtigung über die Höhe der Gerichtskosten. Und wenn dann die Klage eingereicht wird und wenn das Ganze weiterläuft, dann buchen die von meinem Konto die Gerichtskosten ab. Und das kriege ich immer auch in Papierform. Genauso wie jetzt kürzlich auch Gerichtskosten zurückerstattet werden. Wenn also ein gewisser Anteil oder auch alles, wenn man da den Anspruch hat auf Rückerstattung, die Partei, dann bekomme ich das zurück und leite das weiter an die Mandantschaft. Falls sowas auch interessant für euch ist, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch andere Videovorschläge. Ich bin immer offen. Und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, kostenlos, wenn ihr einen Mehrwert davon habt. Ihr wisst Bescheid, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Macht mir viel Freude. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ich komme mir vor wie Mr. Burns.